Kommt zum zweiten Spieltag der Gruppenphase. Das sind die Partien im Überblick. HSV gegen Stuttgart, Bayern gegen Wolfsburg, Pauli gegen Eintracht Frankfurt und Köln gegen Schalke 04. Und los geht's eben mit dem Nord-Süd-Duell. HSV gegen Stuttgart. Wir gehen runter zum Eis. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's hier. Stuttgart in den weißen Trikots, der HSV demzufolge in Blau. Auf geht's. Gewinnen die Stuttgarter hier, stehen sie schon im Halbfinale. Na, das ist doch mal ein Anreiz. Und der erste Auftritt, das 2:0 gegen Frankfurt, war sehr, sehr überzeugend. Wieder in der Offensive mit Gerhard Poschner und dem etwas lauffaulen Freddy Bobic, der da schon wieder vorne lauert. So, die Hamburger nach ihrem Auftakt Remis gegen Pauli. Jetzt ein bisschen unter Druck, die müssen hier mehr machen. Aber es geht schon wieder in die Richtung hier, Richtung HSV-Tor. Freddy Bobic fast von der Mittellinie, ist alles erlaubt. Logisch. Erik Meier für den HSV. War zweimal Vizemeister. Mit wem schon? Natürlich mit Leverkusen. Poschner für den VfB. Alles korrekt, auszeigt sofort an, weiter geht's. Alles in Ordnung. Alberts. Boah. Na, der hat ja immer einen ordentlichen Bums gehabt. Dafür haben sie ihn auch auf der Insel geliebt. Wie gesagt, in Schottland dreimal Meister geworden, Ali Alberts. Und jetzt die Möglichkeit. Oh, und er muss jetzt drin sein, das gibt's doch nicht. Olli Dittrich, was war das denn? Die Riesengelegenheit zur Führung für den HSV durch Ditsche. 3,5 Minuten noch, keine Treffer in dieser Partie. Aber die Stuttgarter können ja allerdings mit dem Unentschieden deutlich besser leben als der HSV. Auch das wäre ein großer Schritt in Richtung Halbfinale für den VfB. Poschner. Ja, fast aufreizend lässig, aber so hat er immer schon gekickt. Ganz. Und, oh, klasse gerettet. Erik Meier da hinten auf der Linie für den HSV verhindert die Stuttgarter Führung. Wir haben übrigens an diesem Abend hier beim Deutschen Eisfußballpokal bisher noch keinen Doppeltorschützen. Gut, aber ganz lässig hier vom VfB in Person von Jens Keller. Kanz und Poschner völlig frei. Bobic lauert schon wieder vorne. Ja, die gehen jetzt in Position, fast wie beim Powerplay-Spiel beim Eishockey, aber sie sind nicht in Überzahl. Trotzdem jetzt gut und direkt gespielt, aber Meier ist wieder dazwischen. Erik Meier, hinten jetzt gut. Wie geht der denn ab? Was ist mit dem denn los? Erik Meier, das gibt's ja gar nicht. Hui, 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 hui. Aber die Holländer sind gute Eisschnellläufer. Das konnte man hier sehen. Und mit der Hacke. Aber was haben sie dem denn gegeben da in der Spielpause, Erik Meier? Mein lieber Scholli, also da ist er abgegangen. Aber wie gesagt, eine Eisschnelllauf-Hochburg, die Niederlande. Und das haben wir da bei Erik Meier gerade wirklich eindrucksvoll gesehen. Jetzt ist er schon wieder hinten drin in der Kiste. Wie gesagt, der Torhüter beim Eisfußball darf die Hand nicht benutzen. Aber das war bisher auch noch nicht nötig. 1:48 noch. 0:0 zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart. Die Hamburger hätten, wenn es dabei bliebe, zwei Zähler nach zwei Partien. Die Stuttgarter 4 und demzufolge natürlich die deutlich besseren Möglichkeiten, hier ins Halbfinale einzuziehen. So, also, kommt da nochmal was vom HSV. Barbares lauert im Rückraum. Nächster Kopfball. Luppi Spörl für den HSV ist jetzt als Scout für die Hamburger tätig und macht es hier fast Stefan Raab nach. Und nix. Die Stuttgarter hauen die Kirsche nur noch hinten raus. Aber jetzt Überzahlspiel. Poschner auf Bobic, der hat die Kiste völlig frei. Den muss er machen. Und er macht ihn. Freddy Bobic bringt den VfB Stuttgart mit seinem zweiten Turniertreffer in Führung. Also die beiden da vorne, die haben das schon drauf. Ach, das war ja wie Graffite damals gegen die Bayern. Da rutschte der Ottel so vorbei, aber der hat auf Rasen gespielt. Im Gegensatz zu Erik Meier, der hier auf dem Eis natürlich überhaupt keinen Halt hat. Und der VfB Stuttgart stand jetzt im Halbfinale. Und das nach zwei Partien. Aber wir haben ja noch eine knappe Minute. Wie ist die Reaktion des HSV?
Jane Mädel setzt sich auf der rechten Position ab. In der Mitte lauert Lumpi Spörl. Ja, jetzt gehen alle nach vorne. Bobic lauert aber schon wieder. Der Bobic lauert. Oh, was für eine Grätsche da. Franz Wohlfahrt war das. Meier klärt die Situation. Halbe Minute noch. 0:1 liegt der HSV zurück. Chancen aufs Halbfinale wären trotzdem noch intakt, aber der Ausgleich wird den Hamburgern schon wirklich gut tun. Mädel. Ah, jetzt schwimmt der VfB ein bisschen da hinten. Aber jetzt ist die Situation geklärt über Joey Kelly. Bobic. So, und da ist jetzt Keller vorne ab. Aber die Zeit ist rum. Zeit ist rum. Also, da müsste das Horn jetzt kommen. Der Treffer, wenn er denn reingeht, zählt nicht mehr. Den Stuttgartern kann es Schnuppe sein. 1:0 Erfolg über den HSV. Und damit ist der VfB schon sicher im Halbfinale hier beim Deutschen Eisfußballpokal. Freddy Bobic, der Torschütze. Meier rutscht ins Leere. Erinnert wirklich an den Ottel damals gegen Wolfsburg, gegen Graffite. Und Bobic ist der bisher einzige zweifache Torschütze hier bei diesem Turnier. Einer neuen Sportart, die Wellen schlagen wird, da bin ich mir relativ sicher. Ja, Freddy Bobic führt im Moment in der Torjägerliste. Weiß nicht, ob wir Ihnen den schon gezeigt haben. Wir haben hier keine Torjägerkanone, aber diesen vergoldeten Schuh wird der erfolgreichste Torschütze dieses Abends bekommen. Im Moment Freddy Bobic auf einem guten Weg. Stuttgart hat also nicht nur den Champions League Qualifikationsplatz in der Bundesliga erreicht, sondern jetzt auch einen Halbfinalplatz beim Eisfußball an diesem Abend.